Berichterstatterin Frau Gemeinderätin Magister Ramskogler die Verhandlungen einzuleiten. Danke, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie. Ich freue mich, dass wir heute den ersten Bericht des Petitionsrechts diskutieren dürfen. Und ich möchte auch hier betonen, dass es erstmalig und einmalig ist, dass wir den Bericht vom Jahr 2013 vorliegen haben, dass wir uns alle sehr freuen, dass er so viele Petitionen auch beinhaltet. Es sind an der Zahl 49 und ich denke, dass der Ausschuss in einer konstruktiven Arbeit immer wieder versucht war, hier auch konstruktive Ergebnisse zu erzielen. Es ist natürlich so, dass nicht alle zu 100% erfüllt wurden. Nichtsdestotrotz haben wir mit vielen Einholungen von Stellungnahmen versucht und auch einigen Ladungen von Petenten versucht, objektiv alle Petitionen gleichwertig zu behandeln, alle Petitionen dementsprechend auch hier vorkommen zu lassen. Ich bitte um eine konstruktive Diskussion und freue mich um eine sachliche Auseinandersetzung. Ich eröffne die Debatte. Zu Wort gemeldet ist Frau Gemeinderätin Magister Holthaus. Ich erteile es ihr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, sehr geehrte Damen und Herren. Gerade 17 Monate jung ist unser Wiener Petitionsgesetz und insofern, wie Sie schon gerade erwähnt haben, ist das heute für das Petitionsgesetz oder für das Petitionsrecht in Wien schon ein besonderer Tag, weil ihm heute das erste Mal ein Jahresbericht präsentiert und wird und auch zur Kenntnis genommen wird. Endlich, sage ich, dürfen die Wienerinnen und Wiener Petitionen an die Wiener Stadt bzw. Wiener Landesregierung richten. Dafür möchte ich mich bei Rot und Grün bedanken dafür, dass sie dieses eingeführt haben, obwohl sie es lange eigentlich gar nicht wollten. Denn wenn man sich denkt, dass es in Wien jetzt seit 17 Monaten ein Petitionsrecht gibt, auf Bundesebene schon, weiß ich nicht, seit über 30 Jahren, glaube ich, in dieser Form, dann hätte es das eigentlich schon früher geben sollen, aber lieber spät als gar nicht. Und insofern freuen wir uns, dass es endlich geklappt hat. Gerade und insbesondere, und da möchte ich mich bei meiner eigenen Fraktion sehr herzlich bedanken, aufgrund der Hartnäckigkeit und immer wieder Forderung der ÖVP, im Besonderen bedanke ich mich hier bei dir, lieber Fritz, und auch beim Kollegen Ulm für die Vorarbeit und natürlich auch bei der FPÖ, die ja auch immer wieder das Petitionsrecht in Wien eingefordert hat. Bedanken möchte ich mich ad personam auch beim ehemaligen Gemeinderat und heutigen Nationalrat Harald Broch und seiner Nachfolgerin und jetzigen Ausschussvorsitzenden Frau Ramskogler für die, wie Sie schon gesagt haben, sehr konstruktive Zusammenarbeit und sachliche Vorsitzführung, die ich, auch wenn ich noch nicht so lange in diesem Ausschuss bin, doch diejenigen Male, die ich schon dabei sein durfte, kennenlernen konnte. Auch die Bemühungen, die Opposition mehr einzubinden, das war ja auch von Ihnen, Frau Kollegin Ramskogler, ein Vorsatz, den Sie bei Antritt Ihrer Vorsitzführung auch geäußert haben, dass Sie die Opposition mehr einbinden möchten. Umso mehr, und das muss ich jetzt leider doch erwähnen, war ich doch etwas überrascht über die jüngste Aussendung, in der Sie gesagt haben, dass das Petitionsrecht weder ein Wunschkonzert noch ein Instrument, also Verzeihung, das war die Frau Kickert, das war nicht Sie, ja, korrigiere, ja, wo jedenfalls erwähnt wurde, dass das Petitionsrecht weder ein Wunschkonzert noch ein Instrument für die Opposition gegen die Wiederstadtregierung vorzugehen. Umso trauriger, sage ich jetzt einmal, dass es von den Kollegen der Grünen Fraktion kam, weil immerhin in ihrer Fraktion ja auch Bürgerbeteiligung sozusagen das Ressort ist. Und ich denke mir, dass gerade das Petitionsrecht sehr, sehr wichtig ist und eigentlich eher ein Wunschkonzert oder wie ich immer man es nennen mag, aber dass der Bürger und die Bürgerin die Möglichkeit und das Recht hat, Wünsche an die Stadt oder an das Land zu richten. Und insofern vielleicht ist der Begriff Petition vielleicht gar nicht der richtige, weil der widerspiegelt nämlich genau diese Haltung, dass man
eine Bittschrift abgibt oder ein Gesuch, aber nicht, dass man sich von der Stadtregierung oder von der Landregierung etwas wünscht. Und das wäre ja eigentlich das Richtige, denn immerhin ist der Bürger hier nicht der Bittsteller, sondern der Bürger und die Bürgerin oder der Wiener und die Wienerin sind eigentlich diejenigen, die das gute Recht haben, dass wir als Abgeordnete das umsetzen, was sich die Bürger wünschen und nicht umgekehrt. Ja, und wenn man hier so ein bisschen durchhört wieder, dass die Stadtregierung keine Kritik verträgt oder alles, was an sie gerichtet wird, immer gleich eine Kritik ist, dann ist das genau diese Haltung, die eben auch die Wienerinnen und Wiener leider Gottes immer wieder und noch immer erkennen. Und ich zitiere hier eine Aussage von einem Petenten, der gesagt hat, von unserer Petition wurde nun Abstand genommen. Es scheint, der Petitionsausschuss hat sein Minimum getan, um nicht als obsolet zu gelten. Leider ist in der Wiener Stadtpolitik weiterhin nicht die Sache, sondern die Partei im Vordergrund. Und ich denke, gerade hier sollten wir gemeinsam daran arbeiten, dass der Petitionsausschuss eben sachlich agiert und sachlich handelt und nicht parteipolitisch von der Stadtregierung jede Forderung oder jeder Wunsch hier abgetan wird. Dass wir alle bereit sind, uns weiterzuentwickeln, zeigt die Novelle, die wir demnächst einbringen werden im nächsten Landtag und die gerade in die Richtung mehr Transparenz durch Veröffentlichung der Stellungnahmen und durch Beantwortung und die Veröffentlichung der Beantwortung und auch durch den Jahresbericht, hier glaube ich, wir schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gehen. Genauso wie, dass man innerhalb eines Jahres 500 Unterschriften zusammenbringen muss. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt. Oder auch zum Beispiel, dass der Petent schon sehr frühzeitig die Information bekommt, ob er eben mit seinem Anliegen hier an der richtigen Stelle ist oder nicht. Vor genau einem Jahr, lustigerweise am 23.05.2013, fand die erste Ausschusssitzung statt und damals schon mit 10 Petitionen. Insgesamt, das wurde schon kurz gesagt, wurden 49 Petitionen eingebracht, davon 22 in 2013 die nötigen 500 Unterstützungserklärungen zusammengebracht. 47 Stellungnahmen wurden eingeholt, 16 Petitionen abschließend behandelt und 3 Petenten wurden eingeladen. Ich meine, jetzt kann man natürlich, also die Vorsitzführung hat betont, dass es toll ist, dass schon 3 Petenten da sind. Ich denke mir, ich würde mir wünschen, dass es mehr sind. Also von mir aus können es ruhig noch mehr Petenten sein in Zukunft, die die Möglichkeit haben, persönliche Anliegen vorzubringen. Ich möchte mich hier auch bei den Petitionswerbern, auch wenn sie jetzt nicht da sind, aber vielleicht sieht es doch der eine oder andere auch übers Internet, ich möchte mich hier bei den Petitionswerbern dafür bedanken, dass sie nicht aufgeben, sozusagen ihre Anliegen an die Stadt Wien oder an das Land Wien zu richten. Und ich appelliere an die Wienerinnen und Wiener, sich nicht entmutigen zu lassen und weiterhin vom Petitionsrecht ganz fest Gebrauch zu machen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich noch einmal abschließend auch bei der MA 26 und bei der MA 62 für die ausgesprochen gute Arbeit und den schönen ersten Bericht bedanken und freue mich auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit und vielleicht kann sich der Petitionsausschuss ja auch noch ein bisschen in die Richtung entwickeln, dass auch die Opposition ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, hier konstruktiv sich einzubringen. Danke. Zu Wort gemeldet ist Frau Gemeinderätin, Frau Doktorin Kickert, ich erteile es ihr. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren und Zuhörerinnen auf der Zuschauergalerie, wir kennen uns ja größtenteils persönlich aus den unterschiedlichsten Anliegen und heute haben wir also den Bericht über das erste Arbeitsjahr des Petitionsausschusses vorliegen und ein bisschen eine Ergänzung zu der
zu den aufgezählten Zahlen von Frau Kollegin Holthaus. Also wir haben von den 22 insgesamt behandelten oder in Behandlung genommenen Petitionen 16 abgeschlossen. Und weil auch in vielen unterschiedlichen Publikationen, nenne ich das jetzt einmal so, Zusammenstellungen immer dargestellt wird, dass es nur bei zwei Petitionen Empfehlungen gegeben hätte, möchte ich schon der Form halber erwähnen, dass bei vier weiteren Petitionen die Behandlung abgeschlossen werden konnte, weil die Anliegen in diesen Petitionen zum Teil oder sogar vollständig übernommen werden konnten. Also wenn jetzt in der Frage einer Positiv-Negativ-Skala einschätzen, dann können wir sagen, von 16 Petitionen wurden 6 positiv, nämlich wirklich im Sinne der Petitionswerberinnen umgesetzt. Das sind immerhin 37,5%. Und das ist, wenn man zusätzlich bedenkt, dass Petitionen sich ja hauptsächlich jetzt an den Gemeinderat wenden, zu Verfahren oder zu Entscheidungen, die in der Politik oder in der Verwaltung schon eine bestimmte Entscheidung getroffen haben, also sich gegen etwas richten, muss man das in diesem Lichte betrachtet schon auch als Erfolg sehen. Vor allem dann, wenn unter den 10 Petitionen, die ich jetzt sozusagen noch nicht behandelt habe, eine ist, die etwas eingefordert hat, was rechtlich besteht und also bestätigt bekommen hat, das Recht ist da und wird nicht geändert. Und eine Petition, die Einhaltung von Bestimmungen in einem Bauverfahren kritisiert bzw. angezweifelt hat und festgestellt werden musste, dass diese Bestimmungen sogar durch die, weisungsungebundene Bauoberbehörde Wien bestätigt worden sind. Das heißt, in Summe sind 8 Petitionen abgeschlossen worden, ohne die Ziele, die in der Petition vertreten worden sind, so umsetzen zu können, wie die Petentinnen und Petenten sich das gewünscht hätten. Dazu möchte ich jetzt dann ausführen, was aus meiner Sicht das Petitionsrecht kann und soll. Das Petitionsrecht ist aus meiner Sicht kein Instrument, um vermutete Rechtswidrigkeiten aufzudecken oder zu untersuchen. Falls bei der Behandlung einer Petition so etwas auftauchen könnte, hat der Ausschuss natürlich das Recht, Empfehlungen auszusprechen, aber das Instrument dafür ist die unabhängige Staatsanwaltschaft. Das Petitionsrecht ist auch nicht ein Instrument, um den ordnungsgemäßen Ablauf von Verfahren der Verwaltung zu prüfen. Dazu gibt es den Stadtrechnungshof, den Rechnungshof, es gibt dazu auch den Kontrollausschuss des Gemeinderates. Und das ist ein, Irrtum, der in der Definition offensichtlich sehr häufig vorkommt. Das Petitionsrecht ist auch kein Instrument der direkten Demokratie, wie so oft behauptet wird. Es ist zwar ein Recht, jetzt in Form dieses neu bestehenden Petitionsgesetzes, an einen neu gegründeten Ausschuss ein Anliegen, eine Idee und eine Kritik einzubringen. Ja, aber unter direkter Demokratie verstehe ich Instrumente, die in Entscheidungsverfahren Sachfragen entscheidet. Das ist das Instrument des Petitionsrechts nicht. Zur Klarstellung, ein Referendum, Initiativrechte oder Volksentscheide sind Instrumente der direkten Demokratie. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir in der öffentlichen Diskussion nicht immer alles miteinander vermischen würden, schon gar nicht dann, wenn es sich um ungerechtfertigte Kritik handelt. Also, das Petitionsrecht ist ein Instrument für die Bewohnerinnen Wiens, wie gesagt, ihre Anliegen, Wünsche und Kritik zu allen Angelegenheiten der Verwaltung der Gemeinde inklusive der Bezirke einzubringen. Und ich bin froh, dass wir diese Form der Behandlung vor einem Jahr
eingeführt haben, dass wir dem bestehenden demokratischen Grundrecht auf Petitionen in Wien eine zusätzliche spezielle Form geschaffen haben. Und ja, Frau Kollegin Holthaus, ich stehe dazu, dass der Petitionsausschuss kein Wunschkonzert ist. Nicht im Sinne von Sie wünschen, wir tanzen, sondern das, was der Petitionsausschuss machen soll, ist diese Anliegen, egal von wem sie stammen, ja, und egal wie elaboriert sie ausgeführt sind, aufzunehmen, zu beraten und zu sehen, was jetzt im Sinne der gesamten Stadt, im Sinne der Allgemeinheit umsetzbar ist. Das heißt nicht, dass ich nicht die Anliegen von Einzelpersonen oder von Gruppen nicht anerkenne. Es geht nur auch, und das ist meine Aufgabe als Politikerin, diese Anliegen abzuwägen gegenüber auch anderen Anliegen oder auch anderen öffentlichen, Bedürfnissen und Vorteilen in der Stadt. Ja? Und selbst wenn die Frau Holthaus das zitiert hat, dass leider nicht die Sache, sondern nur die Partei im Vordergrund stünde, ja, dann weise ich das von meiner Seite her ganz strikt zurück. Ich behandle tatsächlich jedes Anliegen, egal von wem es eingebracht wird, so objektiv wie möglich. Wir haben im Petitionsausschuss sogar sehr bald, nämlich soweit ich mich erinnere, in der zweiten Sitzung, oder? Egal, in welcher Sitzung, die Petition betreffend einer Befragung der gesamten Bevölkerung des 6. und 7. Bezirks zur Marie-Hilfer-Straße mit einer Empfehlung abgeschlossen. Und da, das war im Mai diesen Jahres. Wann haben wir den Beschluss gefasst? Im Dezember letzten Jahres, ja? Also 6 Monate später. Das heißt, die Empfehlung des Petitionsausschusses ist bereits 6 Monate vor dem tatsächlichen Beschluss getroffen worden. Ja? So, jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass der Einbringer oder die Stoßrichtung der Petition vielleicht einen Teil meiner Parteimeinung entsprochen hätte. Egal, wir haben das beraten und wir haben eine Empfehlung ausgesprochen, weil wir im Sinne der Sache diese Empfehlung für gerechtfertigt erachtet haben. Bei anderen Empfehlungen ist es klarer zu machen, diese Empfehlungen sind in diesem Bericht noch nicht enthalten, aber wir emanzipieren uns auch schon langsam oder kriegen ein Gefühl dafür, was für Empfehlungen auch an andere ausführende Stellen ausgesprochen werden können. Und ich möchte noch auf 2 ganz spezifische Vorwürfe eingehen, die in der Diskussion auch immer eingebracht werden. Das eine ist, der Petitionsausschuss arbeite im Geheimen. Wir haben relativ bald in der Arbeit des Ausschusses festgestellt, dass mit der Veröffentlichung der Stellungnahmen, dass das nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte. Nichtsdestotrotz hatten wir, ich nenne es jetzt einfach einmal Dilemma, uns an die Geschäftsordnung des Gemeinderates zu halten. Die Lösung aus diesem Dilemma ist die Novelle des Petitionsgesetzes und die wird sozusagen in einem Monat beschlossen. Aber aus der Tatsache, dass wir uns an die bestehende Geschäftsordnung des Gemeinderates halten, einen Vorwurf zu machen und zu sagen, es wäre dann ein Geheimverfahren, finde ich weit hergeholt, weil aus meiner Sicht sollten auch die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen der Opposition sich an die Geschäftsordnung halten. Und ein weiterer sehr beliebter Vorwurf ist, dass Petitionen abgeschmettert worden wären. In jeder dieser abschließenden Behandlungen von den Petitionen gibt es eine Begründung. Es kann durchaus sein, dass die Begründung nicht der Meinung oder der Auffassung der Petenten und Petentinnen entspricht. So ist es. Aber zu sagen, die Begründung oder die Meinung, die ein Ausschuss mehrheitlich getroffen hat, ja, wäre ein Abschmettern oder wäre sozusagen ein unbegründetes nicht einmal behandeln, finde ich ehrlich gesagt nichtig, finde ich unfair.
Ja? Sie können sagen, ich stimme Ihrer Begründung nicht zu, ich stimme Ihren Ansichten nicht zu, aber in keinem dieser Begründungen und abschließenden Beantwortungen wäre nicht gesagt worden, warum, aus welchem Grund die Behandlung, nämlich die weitere Behandlung der Petition, abgeschlossen wird. Das war's. Und das ist die Arbeit des Petitionsausschusses. Wir werden weiterhin versuchen, in Zusammenarbeit mit allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten im Ausschuss so ernsthaft und lösungsorientiert wie möglich an die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger heranzutreten. Und mit diesem, wie soll ich sagen, Versprechen schließe ich auch am besten. Danke. Zu Wort gemeldet ist der Gemeinderat Magister Dr. Wansch. Ich erteile es ihm. Okay. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und auf der Galerie und vor den Bildschirmen, Ihre Teilnahme bereichert unsere Sitzung und unsere Debatte, besonders auch zum vorliegenden Tagesordnungspunkt. Und ich kann Ihnen einleitend sagen, die rot-grüne Stadtkoalition will, dass wir nur einmal im Jahr hier im Gemeinderat die Möglichkeit haben, über Petitionen zu debattieren. Die restliche Debatte findet ausschließlich im Ausschuss statt. Und Sie haben von der Frau Kollegin Kickert die Interpretation der Geschäftsordnung gehört, nämlich eine Interpretation der Geschäftsordnung, dass es tatsächlich Geheimverfahren im Ausschuss sind. Und daran wird auch die diskutierte, bevorstehende Novelle des Petitionsgesetzes nichts ändern, weil hier wurde nur ein Minimalkonsens gefunden und ich werde Sie im Laufe meiner Rede noch einladen, unseren weitergehenden Anträgen zur Novellierung des Petitionsgesetzes zu folgen. Aber eine Frage drängt sich auf, wenn man die Wortmeldungen der Frau Berichterstatterin und der Frau Kollegin Kickert gehört hat. Mir drängt sich die Frage auf, was ist eigentlich das Schlimmste für Politikerinnen oder für einen Politiker? Dann ist man versucht zu sagen, naja, dass er Wahlen verliert. Da sage ich, nein, das ist nicht das Schlimmste, weil das ist das Ergebnis des Grundfehlers. Der Grundfehler einer Politikerin oder eines Politikers ist, wenn er den Bezug zum Volk verliert. Und dann ist er nämlich in Gefahr, dass er sich nicht mehr Volksvertreter nennen kann, sondern dann ist er nur noch Vertreter von eigenen Interessen oder Interessen seiner Partei. Und wenn das Regierungspolitikerinnen und Politikern passiert, dann dient ihr Werken nur noch der Machterhaltung um jeden Preis. Und wie merkt man, dass Politikerinnen und Politiker den Bezug zum Volk verloren haben? Indem man sich ihre Presseaussendungen anschaut. Und da zitiere ich jetzt aus einer Presseaussendung des SPÖ-Clubs vor 3 Tagen. Ramskogler, SPÖ und Kickert Grüne, Petitionsrecht ein voller Erfolg. Meine Damen und Herren, diese Aussage schlägt dem Fass den Boden aus und ich zitiere für alle hier im Raum, wenn Sie diese Aussage hören, Petitionsrecht ein voller Erfolg, zitiere ich die Stimme von Wienerinnen und Wiener, im Konkreten von der Homepage der Aktion 21 vom 21. Mai 2014 unter der Überschrift Obrigkeitliche Frotzerei schreibt Herr Helmut Hoffmann, unter Berufung auf den aufgestauten Volkszorn über obrigkeitliche Präpotenz und Ignoranz, der bereits vor 166 Jahren, also 1848, zum Aufstand der Bürgerinnen und Bürger geführt hat, stellt er wörtlich fest. Das alleine ist es aber nicht, was den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt Zornesröte ins Gesicht treibt. Es ist der Umgang mit den Petitionen, der das Fass zum Überlaufen bringen wird, wenn sich nicht radikal etwas ändert. Wer hat nun recht, meine Damen und Herren? Die euphorische Aussage der rot-grünen Stadtpolitik oder die kritische Beurteilung eines Bürgers aus seinen Erfahrungen mit der Behandlung von Petitionen heraus?
Die Antwort ist einfach, die Antwort steht in dem vorliegenden Bericht. Die nackten Zahlen belegen, dass 26 Petitionen laut Bericht im Jahr 2013 behandelt wurden. Bei 20 Petitionen ist die Bearbeitung eingestellt, wie es im Bericht heißt, und diese Einstellung der Bearbeitung in der Regel gegen die Stimmen der FPÖ. Und in der Regel, und da lasse ich mich jetzt nicht auf diese statistische Spielerei ein und Prozentrechnung, in der Regel und in der Mehrzahl ohne die beabsichtigten Anliegen der Bürger. Und wie erlebt es jetzt die Wienerinnen und Wiener, die Bürger, dieses Verfahren? Das beginnt damit, dass mühsam Unterschriften mit viel Aufwand und Idealismus gesammelt werden. Die werden eingereicht bei der zuständigen Magistratsabteilung und dann hört man nichts. Nichts. Keine Einladung, keine Information, einfach nichts. Und nach 7 Monaten bekommen Sie ein Schreiben von der zuständigen Stadträtin Sandra Fraunberger, wo halt drinnen steht, dass die weitere Verhandlung eingestellt wurde. Das ist rot-grüne Transparenz, das ist rot-grüne Bürgernähe. Jetzt kann man aber positiv denken, wenn man ein positiver Mensch ist und sagt, naja, aber in den 7 Monaten, die da vergangen sind, wird ja eine Menge gearbeitet worden sein im Sinne des Bürgeranliegens. Und da schauen wir uns auch wieder den Bericht an und machen eine einfache mathematische Rechnung. Es hat 4 Sitzungen des Ausschusses im Jahr 2013 gegeben, weil ich die konstituierende Sitzung nicht als Arbeitssitzung rechne. Eine Sitzung musste stattfinden, von der FPÖ beantragte Sondersitzung, weil monatelang keine Sitzung einberufen wurde, obwohl 18 Petitionen zur Behandlung angestanden sind, musste eine Sondersitzung des Petitionsausschusses beantragt werden. Also sagen wir im Ergebnis 4 Sitzungen. Wir sagen, eine Sitzung aus Erleben wissen wir das, dauert circa 2 Stunden. Dann rechnen wir, 4 mal 2 sind 8 Stunden, 8 Stunden mal 60 Minuten sind 480 Minuten. Und jetzt 480 Minuten durch 26 Petitionen, die bearbeitet wurden, wie es im Bericht steht. Und dann sagt der Taschenrechner oder der Kopfrechner, das sind 18 Minuten je Petition. Meine Damen und Herren, in 7 Monaten ist das Bürgeranliegen, wo mühsam hunderte, tausende Unterschriften gesammelt worden sind, 18 Minuten bearbeitet worden. Wie ist das möglich? Wie läuft das Verfahren ab, um eine Vorstellung zu geben? Die Anträge der FPÖ auf Einladung der Petitionswerber zur Präsentation ihrer Petitionen, ihrer Anliegen, wird ganz einfach mit der Mehrheit abgelehnt. Damit erspart man sich sehr viel Zeit, indem man dem Bürger die Möglichkeit gibt, den Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, ihr Anliegen zu präsentieren. Dann sagt man, ja, aber wenn man schon nicht die Möglichkeit gibt, dass sie erklären, was ihre Absichten und Argumente sind, dann stellen wir ihnen doch die Stellungnahmen zur Verfügung. Im Bericht, ich habe mir die Zahl jetzt nicht gemerkt, wird ganz stolz angemerkt, welche hohe Zahl von Stellungnahmen eingeholt wurde von Stadträten, Bezirken und anderen Stellen. Dann stellen wir es doch zur Verfügung und geben den Petitionswerbern die Möglichkeit, zu diesen Stellungnahmen ihre Äußerung zu machen. Auch diese Anträge der FPÖ werden abgelehnt, rot-grün fort drüber. Und dann bleibt tatsächlich am Ende nur noch übrig, nach insgesamt 18 Minuten ist das Petitionsanliegen erledigt. Und das ist geschehen, damit Sie auch ein Gefühl bekommen, wovon wir sprechen, weil so ein bisschen die Rede war, ja, was sind denn Petitionen eigentlich und welche Gegenstände sollen sie haben, können sie haben. Es sind Petitionen dabei, wie die Nominierung des Otto-Wagner-Spitals als UNESCO-Welterbe, die im Vorfeld von mehr als 70.000 Personen unterstützt wurde und die Petition noch immer jene ist mit den meisten Unterstützern, ohne Einladung der Petitionswerber, ohne zur Verfügungstellung der Stellungnahmen, einfach beendet. Rettet Grinzing UNESCO-Welterbe, dasselbe Schicksal, wirkungsvoller Schutz für
historische Bauten und das Ortsbild in Schutzzentren eine ganz wichtige, wesentliche Initiative, wenn man jeden Tag in den Zeitungen lesen kann, wie Wiener Kulturgut unwiederbringlich zerstört wird, in den Ortskernen beendet. Aufhebung der Sperre eines Fußweges auf den Schafberg, der sogenannte Mauserlweg, beendet. Verbot des Straßenstrichs in der Brunnerstraße, beendet. Jede beendet ohne Einladung der Petitionswerber, ohne ihnen Gelegenheit zu geben, zu begründen. Dasselbe passiert in der Wiesen gegen Monsterbauten und im Frühjahr des heurigen Jahres hat dasselbe Schicksal ereilt, die Petition kein weiteres Hochhaus in Kaisermühlen, die Petition Servitut Leopoldsberg, die Petition zur Änderung der Wiener Bauordnung. Sie sehen, ganz egal in welchen lebenswichtigen, sehr bürgernahen Bereichen, dort wo die Bürger jeden Tag damit konfrontiert sind, es wird nach 18 Minuten die Bearbeitung beendet. Und ich sage Ihnen, da steckt ein rot-grünes System dahinter, da kommen wir jetzt dann so ein bisschen auf die Diskussion, was ist die Petition Demokratie oder was ist es? Ich sage, das System lautet die rot-grüne Mitmachfalle, meine Damen und Herren. Die rot-grüne Mitmachfalle, die kurz gefasst bedeutet, mitreden ja, mitentscheiden niemals. Und das Ganze nennen wir dann, diese Mitmachfalle nennen wir Partizipation. Die Bürger werden beschäftigt mit Partizipationsmodellen jeder Art. Es gibt Partizipationsmasterpläne, es gibt Hochglanzbroschüren, es werden Roadshows und Workshops veranstaltet, es werden Stadtpsychologinnen beschäftigt und es wird erzählt von intensiven Vorarbeiten zu Bürgerbezirksbefragungen, wo man dann wieder Rechtsgutachten von Verfassungsrechtsprofessoren einholen muss, aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Und am Ende das Ganze natürlich auf Kosten der Wienerinnen und Wiener. Und dabei wäre es so einfach, meine Damen und Herren, besonders meine Damen und Herren bei den Roten und Grünen. Bekennen Sie sich ganz einfach zur Forderung der FPÖ nach vorbehaltloser Bürgerbeteiligung und Bürgermitbestimmung. Seien Sie bereit, die Menschen in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden und unterstützen Sie in der Landtagssitzung im Juni die entsprechenden Zusatzanträge der FPÖ zur Novellierung des Petitionsgesetzes. Diese Novellierung des Petitionsgesetzes mit dem Ziel, dass das Petitionsrecht zum wirkungsvollen Recht der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird, ihre Anliegen an die politischen Entscheidungsträger heranzutragen und, meine Damen und Herren, damit ist es noch nicht abgetan, dass man es herantragen darf, das wäre dann diese Bittschrift, sondern Petition so verstanden, dass die Anliegen herangetragen werden mit dem verbindlichen, und ich betone verbindlichen, Zweck und Ziel, dass Anliegen in die Entscheidungsfindung einfließen. Ich sage, das ist die Möglichkeit, das müssen wir gemeinsam schaffen, das sind wir den Wienerinnen und Wienern schuldig, insbesondere wenn wir jetzt schauen und wissen, dass entweder in Bearbeitung oder gerade in der Phase der Unterschriften- und Unterstützungssammlung Petitionen sind, wie beispielsweise Rettung des Steinhof-Ensembles, die Petition zur Nutzung des Westbahnhofgeländes, die Petition Nein zum Hochhausprojekt Hotel Intercontinental und zu dem Bauprojekt Eislaufverein, da gibt es mehrere Petitionen, und rettet den Stäfelblick. Wir müssen es schaffen, dass, und das würde schon gehen bei der bestehenden Rechtslage, dass die Petitionswerber dieser Petitionen eingeladen werden, ihre Argumente sagen können, dass sich die Politik Zeit nimmt für die Anliegen der Bürger und nach Wegen sucht, die Anliegen der Bürger zu berücksichtigen. Und dann sage ich Ihnen zum Wunschkonzert. Das ist eine sehr schöne Geschichte, war dauernd in den Aussendungen. Petition ist kein Wunschkonzert und ja, da sage ich Ihnen eines. Rot und Grün teilt uns mit, dass Bürgerbeteiligung, Petitionen oder besonders Petitionen kein Wunschkonzert sind. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es sehr wohl ein Wunschkonzert ist und ich sage Ihnen, wie ich das verstehe. Die Bürgerinnen und Bürger,
tragen ein Wunschstück an das Orchester heran. Wenn das Orchester das Stück spielen kann, sinnbildlich gesagt, wenn die rechtlichen Bedingungen passen und vorliegen, und wenn das Stück nicht unzumutbar ist für das restliche Publikum und das restliche Publikum sich auch nicht gegen das Stück ausspricht, ja, meine Damen und Herren, dann hat das Orchester dieses Stück zu spielen. Deshalb sage ich Wunschkonzert statt rot-grünem Trauermarsch. Meine Damen und Herren hier im Saal und auf der Galerie und vor dem Bildschirm, die FPÖ wird weiterhin Schulter an Schulter mit den Bürgerinitiativen und den Wienerinnen und Wienern dafür kämpfen, dass es Bürgerbeteiligung und Bürgermitbestimmung in Wien gibt, statt rot-grüner Bürgerbeschäftigung. Verbindliche Volksabstimmungen statt rot-grüner Pseudobefragungen. Danke, meine Damen und Herren. Zu Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Niedermilchbüchler. Ich erteile es ihm. Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, Frau Stadträtin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Abgeordnete Kickert hat schon sehr schlüssig darauf hingewiesen, was der Petitionsausschuss leisten kann und was das Petitionsrecht ist. Und das möchte ich nicht nochmal wiederholen, weil alles das, was Sie gesagt habt, kann ich unterstützen. Und muss jetzt natürlich auf meinen unmittelbaren Vorredner, den Kollegen Wansch, eingehen, der natürlich das Petitionsrecht, und das ist für eine Oppositionspartei durchaus auch legitim, für sich, für ihre Partei, für ihre Politik ausnutzen möchte. Wo ich allerdings die Grenze sehe, ist, wenn man dann das Petitionsrecht, aber auch die Petitionswerberinnen und Petitionswerber damit missbraucht. Da spielen wir nicht mit, denn Sie haben jetzt diesen Orchestervergleich schön genommen und Sie haben bei diesem Vergleich mit dem Orchester, glaube ich, 5 oder 6 Mal das Wort wenn in den Mund genommen und genau so ist es. Das heißt, es ist eben nicht einfach, wenn wir eine Petition bearbeiten müssen, dass wir genau das, was die Petitionswerber sich wünschen, einfach umsetzen können. Der Kollege Wansch hat auch die nackten Zahlen hier erwähnt, was mich jetzt wenig wundert, weil wenn man keine Inhalte dazu hat, dann kann man nur nackte Zahlen aufzählen. Ich versuche hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ein paar Inhalte zu den Petitionen einzubringen, um die Statistik hier auch ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Wenn Sie sagen, es wurden viele Petitionen einfach abgeschmettert, dann möchte ich schon darauf hinweisen, welche Petitionen es auch hier gibt. Es gibt die Petition zum Beispiel, das Kreuz muss bleiben. Ja? Wir haben eine Stellungnahme eingeholt, wo der zuständige Stadtrat mitgeteilt hat, dass das gesetzlich geregelt ist. Jetzt frage ich Sie, was sollen wir hier noch tun? Es gibt eine Petition, stopp das Nicolo-Verbot. Wir haben eine Stellungnahme eingeholt, aber das hätte ich vorher selbst beantworten können. Es gibt kein Nicolo-Verbot, also was sollen wir da stoppen? Also was sollen wir bei dieser Petition tun? Es gibt aber auch eine Petition, Free WLAN in ganz Wien, wo wir die Antwort bekommen haben, ist in Aufbau und man sieht das ja jede Woche auch in den Medien, zum letzten Floridsdorf, dass hier stetig weitergearbeitet wird. Also was sollen wir hier in diesem Bereich jetzt noch weiter künstlich behandeln? Daher sind es natürlich viele Petitionen, die schon in Umsetzung sind, umgesetzt sind oder einfach der Inhalt der Petition nicht zutreffend ist, dann wird das natürlich, und das kann der Petitionsausschuss dann machen, beendet. Es gibt aber andere Petitionen, mit denen wir uns sehr wohl sehr ausführlich befasst haben. Und wir haben uns sehr ausführlich befasst, da nehme ich jetzt die FPÖ damit aus. Denn die FPÖ befasst sich mit keiner einzigen Petition ausführlich. Ihr Standardsatz bei jeder Petitionsausschusssitzung ist, und Kollege Wansch, Sie wissen das, wir verlangen die Einladung des Petitionswerbers, wir verlangen die Feststellung des Minderheitenrechts und Sie setzen sich mit den Petitionen nicht auseinander. Wir setzen uns mit den Petitionen schon auseinander. Und wir lesen die Petitionen durch, daher verbringen wir mit jeder Petition sicher auch mehr als 18 Minuten. Wenn Sie sich darauf beschränken,
in den Petitionsausschuss die Petitionen zu behandeln, ist das Ihr Problem. Wir machen das nicht. Wir beschäftigen uns vorher damit, überlegen uns ganz genau, was brauchen wir noch. Und wenn in einer Petition sehr klar drin ist, wie schon die angeführten Petitionen, Herr Kollege Jung, Sie sind ja in einem Petitionsausschuss, ich weiß nicht, wo Sie da immer mitzureden haben. Ich würde mir wünschen, dass Sie einmal ruhig sind bei einer Debatte, weil Sie können nicht wirklich von allem Ahnung haben. Ich habe das schon gesagt, dass wir bei Petitionen, wo wir eben, die sich selbst erklären, brauche ich ja den Petitionswerber nicht einzuladen. Wenn ich das durchlese und weiß, um was es geht, kann ich es behandeln. Wir laden die Petitionswerber dann ein, wenn wir das Gefühl haben, dass wir eben noch Informationen benötigen, weil wir uns im Gegensatz zu Ihnen vorher mit den Petitionen beschäftigen und nicht erst in der Sitzung selbst. Daher gehen wir verantwortungsvoll damit um, aber was wir nicht können, und das hat die Kollegin Kickert ja sehr gut erklärt, wir können natürlich nicht all das, was die Petitionen und Petitionswerber wollen, eins zu eins erfüllen. Oder sind Sie jetzt, wir haben eine Petition Autofreier Ring am Sonntag, sind Sie jetzt dafür, dass die Petition umgesetzt wird? Ja, selbstverständlich werden Sie es wahrscheinlich nicht sein. Sie sagen es aber nicht einmal, weil Sie als Opposition sich natürlich das einfach machen und sagen, wir geben jedem das Gefühl, dass wir auf seiner Seite sind. Das sind Sie aber nicht. Und das wissen die Menschen auch draußen. Ich möchte hier zur Petition Kaisermühlen, weil ich die als Berichterstatter auch behandeln und einbringen durfte. Wir haben die Petition am 25. Juni in Behandlung genommen. Wir haben eine Stellungnahme des Wohnbaustadtrates eingeholt, der Verkehrsstadt eingeholt, des Bezirksvorsteher des 22. Bezirkes eingeholt und wir haben den Petitionswerber geladen, um uns genau die Fragen, die wir noch haben, zu klären. Was auch bezeichnet ist, dass die Fragen an den Petitionswerber von der SPÖ-Fraktion gekommen sind, die wir auch vorab geschickt haben, von den Grünen gekommen sind, aber auch von der ÖVP. Und da möchte ich mich auch bedanken für die sehr konstruktive Zusammenarbeit der ÖVP, obwohl sie natürlich auch andere Interessen hat. Von wem ist keine Frage gekommen im Vorfeld, damit sich der Petitionswerber vorbereiten kann? Sie dürfen dreimal raten, von der FPÖ. Warum? Weil sich die FPÖ mit dieser Petition im Vorfeld gar nicht beschäftigt und nicht beschäftigen will. Daher haben Sie mit Ihren 18 Minuten für sich selbst wahrscheinlich recht. Wir alle anderen arbeiten wesentlich mehr an einer Petition. Das wissen Sie auch. Wir haben dann, nachdem wir den Petitionswerber angehört haben, nachher noch nachberaten. Es ist dann ein Antrag vom Kollegen Eichinger der ÖVP gekommen, man möge noch eine Stellungnahme der Architektenkammer einholen. Auch das haben wir gemacht. Und dann sind wir nach einer weiteren Behandlung der Petition zur Auffassung gelangt, dass nachdem das Flächenwidmungsverfahren schon im Laufen ist, wir hier nichts weiteres mehr tun können und haben diese auch hier beendet. Das ist ein normaler Ablauf. Ich könnte jetzt noch über andere Petitionen auch reden, die wir so behandelt haben. Aber es ist halt einmal so, und da ist es natürlich für eine Regierungspartei schwieriger, das zu erklären, als es für eine Oppositionspartei ist. Wir müssen ja alles das, was wir nicht umsetzen können, auch erklären, warum das nicht möglich ist. Eine Petition ersetzt nicht, das hat die Kollegin Kickert auch schon gesagt, eine Petition ersetzt natürlich in keinster Weise die direkte Demokratie, kann auch gar nicht sein, weil mit 500 Unterschriften kann man nicht sagen, das muss jetzt eins zu eins umgesetzt werden. Wir haben auch Petitionen, wo die einen das und die anderen das Gegenteil wollen. Wo sollte man dann hinkommen? Natürlich ist das, und das ist für die Politik, das nimmt uns keiner ab. Politik ist Gestaltung und Politik ist dazu da, dass wir Entscheidungen treffen und dass die Entscheidungen, die wir treffen, nicht immer allen gefallen, das ist sonnenklar. Sonst hätte ja eine Partei, wenn die das alles so perfekt machen würde, für alle Menschen an die 100% Zustimmung. Das wird es natürlich nicht geben, denn es gibt natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, nicht nur hier im Haus, sondern eben auch in der Bevölkerung. Die einen wollen das, die anderen wollen das andere. Wir setzen uns hier damit auseinander. Ich möchte zu Kollegin Holthaus, habe mich bei der ÖVP schon bedankt, aber schon eines noch doch dazu sagen, wenn sie meint, Politikerinnen sind gewählt, um zu tun, was sich die Bevölkerung wünscht, also dieses Wünsch dir was. In dieser Ansicht bin ich nicht eins zu eins, denn ich glaube, das wäre eine Verwechslung mit der Verwaltung. Wir sind dafür gewählt, wofür wir im Wahlkampf einstehen, wir sind für unsere Programme gewählt, wir sind für das gewählt, was wir wollen.
Wir Sozialdemokraten zum Beispiel sind für die unbedingte Daseinsvorsorge. Wir wollen keine Gemeindebauten verkaufen. Hier sind wir uns mit der Mehrheit der Wiener Wiener auch eins, wie eine Befragung auch gezeigt hat, wo über 80% der Menschen klar gesagt haben, dass sie eben keinen Verkauf der Gemeinde wollen, keinen Verkauf des Wassers wollen. Und wenn das so wäre, Kollegin Holthaus, muss ich Sie halt fragen, und das müssen Sie gefallen lassen, wenn die Politik das zu tun hätte, was die Bevölkerung will. Die Bevölkerung in Wien will, und das wissen wir, keinen Verkauf der Gemeindebauten, und die ÖVP verlangt es trotzdem. Also da passt das dann nicht ganz zusammen. Natürlich ist das Ihr Programm, dazu können Sie auch stehen. Wir haben ein anderes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe ja gesehen, dass sich nach mir noch eine Armada von FPÖ-Abgeordneten gemeldet hat, die noch sicher einiges dazu sagen werden. Ich werde mir das anhören, wenn es notwendig ist, werde ich mich vielleicht auch dazu dann noch melden. Ich glaube allerdings nicht, dass es notwendig sein wird, weil ich davon ausgehe, dass so wie der Kollege Wansch und wie es halt Art und Weise der FPÖ ist, es wahrscheinlich inhaltlich nichts Neues geben wird, weil sich die FPÖ ja inhaltlich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen will, weil das ist ja viel zu mühsam für eine Oppositionspartei, gestehe ich Ihnen auch durchaus zu. Ihre Art der Politik ist es, auf den Tisch zu hauen. Ihre Art der Politik ist es, glauben zu machen, dass sie für alle und jeden sind. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Petitionsrecht, das wir jetzt noch weiter positiv entwickeln werden, auch im nächsten Jahr ein Erfolg sein wird. Bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben. Zu Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Hofbauer. Ich erteile es ihm. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, sehr geehrte Kollegen des Gemeinderates, sehr geehrte Besucher auf der Besuchergalerie. Ich möchte den Kollegen Niedermühlbichl jetzt gleich einmal zu seiner vorhergehenden Ausführung antworten. Er kann beruhigt sein. Die FPÖ hat sich intensiv und wird sich auch weiterhin intensiv schon im Vorfeld des Petitionsausschusses mit den Petitionen auseinandersetzen, wahrscheinlich mehr, als wir Rot-Grün zusammen das jemals tun wird. Wir diskutieren heute im Gemeinderat den Bericht des Petitionsausschusses aus dem Jahr 2013. Ich möchte die Gelegenheit aber dazu auch nutzen, um das bestehende Petitionsgesetz einigermaßen zu hinterleuchten und zu hinterfragen. Meine Damen und Herren des Gemeinderates, ich glaube, wir sind uns in diesem Hause alle einig, dass das Petitionsrecht ein Grundrecht und somit ein wesentliches Instrument der Bürgerbeteiligung ist. Das Petitionsrecht bietet eine der wenigen Möglichkeiten, der Wiener und Wienerinnen Anliegen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern dieser Stadt kundzutun. Es ist somit nach unserer tiefsten Überzeugung ein notwendiges Werkzeug direkter Demokratie. Umso mehr, meine Damen und Herren, verwundert es, dass dieses wesentliche Instrument der Bürgerbeteiligung trotz Ankündigung im rot-grünen Regierungsübereinkommen aus dem Jahre 2010 nicht zuletzt auf Druck der Freiheitlichen dieses Gesetz erst mit Beginn des Jahres 2013 endlich auch in Wien eingeführt worden ist. Dass die Einführung des Wiener Petitionsgesetzes dringend notwendig war, lässt sich anhand der überwältigenden und anscheinend für Rot-Grün auch überraschenden Anzahl von bisher eingereichten Petitionen eindeutig belegen. Die Notwendigkeit des Petitionsgesetzes lässt sich unter anderem aber auch dadurch belegen, dass heute zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Bürgerinitiativen, welche vom Petitionsrecht schon Gebrauch gemacht haben, auf der Besuchergalerie anwesend sind, um der heutigen Debatte zu folgen. Meine Damen und Herren, so wurden bis zum heutigen Tage von politikinteressierten Bürgern dieser Stadt ca. 60 Petitionen eingereicht. 60 Petitionen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, teilweise aus den unmittelbaren Lebensbereichen der jeweiligen Einreicher, aber durchaus auch Themen, welche ganz Wien betreffen. All diese Petitionseinreicher haben sich die Mühe und die Arbeit angetan, ihre Anliegen entsprechend zu dokumentieren und Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Wie wir alle wissen, ist ja das mit einigem Aufwand verbunden, da zur Bearbeitung einer Petition eben 500 Unterschriften notwendig sind. Dies alles ist passiert von den Petitionsanreichern in der Hoffnung und auch in der tiefen Überzeugung,
dass die Anliegen, welche mittels Petition festgeschrieben und zwecks Behandlung eingereicht wurden, von den entsprechenden politischen Gremien ernst genommen und auch entsprechend bearbeitet werden. Leider, meine Damen und Herren des Gemeinderates, wurde diese Erwartung der bisherigen Petitionseinreicher größtenteils nicht erfüllt. Wir Freiheitliche stehen natürlich auch außerhalb des Petitionsausschusses in intensivem Kontakt mit Bürgerinitiativen und Petitionseinreichern und haben in diesen zahlreichen geführten Gesprächen übereinstimmend mitgeteilt bekommen, dass die Bürger und Bürgerinnen über die Behandlung ihrer Petition durch die politischen Verantwortlichen in dieser Stadt mehr als enttäuscht sind. Die meisten Petitionseinreicher, und das wurde uns wie gesagt übereinstimmend fast von jedem so erzählt, haben den Eindruck gewonnen, dass es sich bei dem derzeitigen Petitionsgesetz nur um eine Vortäuschung von Bürgerbeteiligung handelt und dass man sich anscheinend vor dem Willen der eigenen Bevölkerung im Rathaus fürchtet. Wenn man sich die Verfahrensprozesse der bisherigen Petitionen auch ein wenig anschaut und hinterfragt, dann kann man diesen Volkszorn auch durchaus verstehen und nachvollziehen. So werden bisherige Petitionsverfahren durch die rot-grüne Stadtregierung, auch wenn es heute schon mehrfach widersprochen worden ist, als eine Art Geheimverfahren angelegt, in denen die Petitionsanliegen kurz und bündig abgewürgt, die Bürger und Bürgerinnen in die Verfahrensprozesse wenig bis gar nicht eingebunden werden. Aufgrund des massiven Drucks der Freiheitlichen wurde von den Regierungsverantwortlichen nach über einem Jahr ein dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung des Wiener Petitionsgesetzes erkannt. Es wurde heute auch schon angesprochen, dass derzeit ein Initiativantrag unter der Überschrift um die Arbeit mit den Petitionen effektiver, transparenter und unbürokratischer zu gestalten, bedarf es nach einjähriger Praxis einigen Änderungen. Diesen Initiativantrag gibt es. Wenn man sich diesen Initiativantrag anschaut, dann finden wir darin durchaus einige unterstützenswerte Änderungen. So steht unter anderem in diesem dringend notwendigen Antrag zur Verbesserung des Wiener Petitionsgesetzes, dass Petitionen, die weniger als 500 Unterschriften erreicht haben, der Petitionsausschuss entscheiden kann, ob diese Petition die Voraussetzungen nach § 1 Absatz 1 erfüllt. Ja, das ist durchaus eine durchaus sinnvolle Änderung. Da kann man gar nichts dazu sagen. Des Weiteren soll laut Antrag ebenfalls ergänzt werden, dass Petitionen, welche die Voraussetzungen erfüllen, der Petitionsausschuss dies ohne Verzug in Behandlung zu nehmen hat. Naja, da kann man schon wieder diskutieren. Also meines Verständnisses nach wäre das der normale Umgang mit Petitionen, wenn die eingelangt sind, dass sie ohne Verzögerung behandelt werden. Aber okay, soll so sein. Mit diesem Gesetzestext wird dann vielleicht einmal endlich die endlose Verschleppung und Verzögerung von neuen Petitionen unterbunden. So soll auch nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung Stellungnahme, welche vom Petitionsausschuss eingefordert werden, künftig nach Einlangen der Stellungnahmen öffentlich im Internet auf der Petitionsplattform publiziert werden. All dies, meine Damen und Herren, sind Änderungen, welche durchaus Sinn machen, von uns Freiheitlichen schon lange gefordert wurden, zur Verbesserung des Petitionsrechts beitragen und damit dem Instrument der Bürgerbeteiligung zugutekommen. Es stellt sich aber schon, meine Damen und Herren, die Frage, wieso diese Stadtregierung für diese Änderung, welche nun in einen Initiativantrag niedergeschrieben worden sind, ein Jahr Zeit benötigt hat. Wir Freiheitliche werden dem Antrag bei Vorlage zur Abstimmung auf jeden Fall unsere Zustimmung geben, da es sich dabei um einen Schritt in die richtige Richtung handelt. Aber, meine Damen und Herren, auch nach Inkrafttreten der zuvor angesprochenen Änderung weist das Petitionsgesetz laut unserem Verständnis von Bürgerbeteiligung noch gravierende Mängel und gravierend Potenzial zur weiteren Verbesserung auf. So wurden, meine Damen und Herren, von den bisher ca. 60 eingereichten Petitionen nur bei sage und schreibe 3 Petitionen durch den Ausschuss beschlossen, den Einbringer bzw. die Einbringerin zur näheren Erörterung der Petition in den Ausschuss einzuladen.
Deshalb, und da bin ich jetzt gleich bei der ersten freiheitlichen Forderung, die wir noch gerne in diesem Gesetz auch stehen hätten, deshalb fordern wir Freiheitliche unter anderem die rechtsverbindliche Pflicht zur Einladung der Petitionseinbringer zur Präsentation ihrer Petitionsanliegen zu, sowie die Möglichkeit der nachstehenden Erörterung in den Sitzungen des Petitionsausschusses. Ich möchte das auch ganz einfach begründen. Ich glaube, da werden Sie mir auch recht geben. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich hoffe es doch. Es ist doch oft so, dass Argumente im persönlichen Gespräch einfach besser kommuniziert werden können. Die Möglichkeit der persönlichen Präsentation durch den Petitionseinbringer würde sicherlich auch, da bin ich fest davon überzeugt, zur Beschleunigung der Verfahren beitragen, da die eine oder andere Unklarheit gleich beim Präsentieren des Petitionsanliegens durch den Petitionseinbringer ausgesprochen und geklärt werden kann. Und somit komme ich schon zur zweiten freiheitlichen Forderung, nämlich dass Petitionseinbringer bei Einladung des Petitionsausschusses auch das Recht auf Begleitung durch Vertrauenspersonen bzw. Experten haben, um ihre Argumente vor dem Ausschuss besser argumentieren zu können. Bisher, wie Sie wahrscheinlich wissen, schaut es so aus, dass ein Petitionseinbringer nur als Einzelperson sich vor dem Ausschuss präsentieren darf, was eher einem Tribunalcharakter als einem Dialog mit dem Bürger auf gleicher Augenhöhe entspricht. Wie bereits ausgeführt, sollen ja Stellungnahmen, welche vom Ausschuss eingefordert wurden, sofort nach dem Einlangen im Internet publik gemacht werden. Und damit gleich zur nächsten freiheitlichen Forderung zur Verbesserung des Petitionsgesetzes. Es muss dem Petitionseinbringer auch die Möglichkeit rechtlich zugesichert werden, sich zu so einer im Internet veröffentlichten Stellungnahme auch schriftlich äußern zu können. Diese schriftliche Äußerung, meine Damen und Herren, des Petitionseinbringers soll natürlich im Sinne der transparenten Behandlung von Petitionen ebenfalls im Internet publik gemacht werden. Meine Damen und Herren, durchaus auch im Sinne der Beschleunigung von Petitionsverfahren wäre es nach unserer Überzeugung durchaus sinnvoll, über Stellungsnahmenfristen für Stadträte, Magistratsabteilungen, Bezirksvorsteher, Bezirksvertretungen und sonstige Stellen nachzudenken. Und diese Fristen, das ist ganz wichtig, auch im Gesetzestext zu verankern. Wir von der FPÖ könnten sich da durchaus einen Zeitrahmen von maximal einem Monat vorstellen. Ich glaube, das ist eine zumutbare Frist. Und das wäre sicher auch nicht schlecht, wenn wir das noch in das Gesetz, in die Gesetzesvorlage reinbringen würden. Ein weiterer Punkt zur Annäherung zu einem guten Petitionsgesetz wäre die Adaptierung der Berichtszeiträume des Petitionsausschusses gegenüber dem Gemeinderat. Derzeit, wie wir heute miterleben dürfen, wird der Bericht über die Behandlung der vorher eingebrachten Petitionen dem Gemeinderat einmal jährlich, so zum Beispiel heute, zur Kenntnis gebracht. Um auch hier im Sinne eines transparenten Petitionsverfahrens effektiver und vor allem bürgernäher zu sein, wäre es unserer Ansicht nach notwendig, in jeder Sitzung des Gemeinderates einen Tagesordnungspunkt mit der Überschrift Bericht des für Petitionen zuständigen Stadtrates vorzusehen. Dies würde den Bürgern und Bürgerinnen, und das bestätigt sich ja heute an der zahlreichen Besucheranzahl, es handelt sich ja um eine öffentliche Sitzung, würde den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit geben, sich als Zuhörer über den aktuellen Stand der Petitionen zu informieren und andererseits, meine Damen und Herren, auch den Gemeinderäten die Möglichkeit einer Debatte sowie einer Antragstellung bieten. Meine Damen und Herren, es ist sehr erfreulich, dass die FPÖ in ihrem Kampf um die Herstellung eines vollwertigen und wirkungsvollen Petitionsrechts für die Bürger in Wien zahlreiche Unterstützungen und Zuspruch aus der Bevölkerung erhält. Wir werden diese Aktivitäten, wie zum Beispiel die Petitionsrettung des Petitionsrechts in Wien, die momentan gerade Unterschriften, wo ich gehört habe, sehr erfolgreich sammeln, mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten unterstützen. Darauf können sich die Menschen in dieser Stadt zu 100% verlassen. Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grün, möchte ich noch einmal auffordern,
die von mir angeführten Verbesserungsvorschläge und die freiheitlichen Forderungen in den bestehenden Initiativantrag auch einzuarbeiten und das Ganze noch einmal zu überdenken. Wir von der FPÖ Wien stehen auf jeden Fall für konstruktive Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung, für konstruktive Gespräche, die das Wiener Petitionsrecht verbessern. Wir würden mit der Einarbeitung unserer Forderungen auf jeden Fall der Wiener Bevölkerung ein Petitionsrecht zur Verfügung stellen, das diesen Namen auch tatsächlich verdient. Es wäre höchst an der Zeit. Danke.